An Polizei Dortmund. Tja, die nächste Parasit von hier, Gregor Lange, SS Hasenloch. Heute haben wir eine weibliche, was? Versagern nach Versagern. An Ines Küpper von Körner Helwiger Polizei. Wo ist eure Karsten? Ja, nun, nach diesem Video redet vor dir Küpper deine V-Mann Danny Hase. 2019 hatte ich keine Angst gehabt. Warum? 2018 waren diese Ratten, Nazi-Ratten von Gregor Lange ständig bei mir vor die Tür, haben meine Familie bedroht. Wo wart ihr, Ratten von Körner Helwig? Ja, merkt euch vor Nachkriegszeit. Nun, Küpper, deine Danny bellt. Du schreibst sofort Anzeige. 2018 war ich in diesem Drecksloch Körner Helwig mit damaliger Ehefrau Antje Carola. Die Aktenzeichen habe ich schon geschickt an dir per E-Mail. Also kümmert euch um eure Angsthase Danny. Ich werde nur nach Kriegszeit tätig. Jetzt sammle ich eure versagtes Leben vor meine Forschungsschule. Verstehen Sie, Frau Küper? 2024 schreibst du mir eine faule Anzeige, um meine Zeit wieder zu verschwenden vor eure Parasit Danny Hase. Hat Angst. Also soll er Vitaminen anrufen, diese Parasit, Danny. Haben Sie es verstanden, Frau Küper? 2018, 19 hat diese Danny so großes Maul gehabt mit Vitaminen. Er soll Vitaminen anrufen und mich hier nicht stören. Fickt euch gegenseitig mit euren Vitaminen. Hier seid ihr entsorgt. Punkt. Und nochmal, du Vollpfosten. Du inzestgezeugtes Dreckschippengesicht. Ich ficke keine Weiber, die mit Ausländern ficken. Du bist ein Ausländer. Hast es jetzt kapiert? Meinst du, ich will mir irgendwelche Bakterien einfangen, du Dreckschippengesicht? Gabriel, verpiss dich, hör auf mir zu schreiben, mich zu stalken, du krankes Arschloch. Ich schwöre es dir, ich werde jetzt noch einmal zur Polizei und danach komme ich persönlich. Hallo liebe Freunde von Gabriel, ich bin's wieder. Guten Morgen Deutschland! Ja, der Vollidiot macht wohl nichts mehr, komisch. Naja, lebe im Frieden, Gabriel. Was wollen diese Leute von mir? Was wollen sie, diese Nazis, in meine Wohnung wieder? Was wollen diese Nazis, diese Ratten, was wollen sie von mir? Was sind die hier mit Polizei und Waffen und Ratten? Was wollen sie von mir, diese Ratte? Warum erlaubt er sich, in meine Wohnung zu kommen? Diese Ratte, warum lässt er mich nicht in Ruhe? Das will ich wissen von dieser dreckigen Stadt Dortmund, dass die mich psychisch und seelisch kaputt machen. Diese Affenhalle haben alle Hand an der Waffe, sofort mich zu erschießen. Diese Ratten, was wollen sie von mir?